haben wir wieder ein besonderes Thema. Es geht um das Thema Energiesicherheit, Kohlekraftwerke Abschaltung. Und da freue ich mich, heute Abend hier bei unserem Talk den Kernkraftexperten der Bundestagsfraktion der AfD neben mir stehen zu haben, Dr. Rainer Kraft. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Dirk. Freue mich, dass ich mal wieder da sein darf. Ja, und wir haben ja eine Diskussion, das sehen wir ja heute wieder im Parlament, hast ja auch dazu geredet. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen, wie die Situation eigentlich so in der Öffentlichkeit und im Parlament und auch natürlich von den Regierungsfraktionen immer dargestellt wird. Wir haben einen wahnsinnigen Zubau in den letzten 2 Jahren an Wind- und Solarenergie gehabt. Wir sind auf einem, also nicht ich sage das, sondern die Regierung sagt das. Die Regierung sagt, wir, Deutschland, ist auf einem guten Weg. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Und man muss einfach immer mehr zubauen, das ist noch ein bisschen zu wenig. Ja. Und dann kann man eigentlich völlig risikolos die bestehenden, angeblich so dreckigen Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke abschalten und die Spitzenlast aus Gaskraftwerken fahren. Und wenn das dann in Zukunft irgendwann mal in unserem Land möglich ist, und die Perspektive ist hier sehr kurzfristig, man geht davon aus, dass das innerhalb einer Dekade weitgehend funktioniert, dann werden die Gaskraftwerke komplett sauber mit Wasserstoff fahren, den wir selbstverständlich regenerativ entweder in Deutschland erzeugt haben an Solar- und Photovoltaikkraftwerken mit ganz großen Elektrolyseuren, oder wir werden diesen Wasserstoff so importieren, wie wir heute Rohöl importieren oder Gas importieren. Ich habe das jetzt mal so grob zusammengefasst, wie die Regierung unsere Zukunft in diesem Land schildert. Wie siehst du die Energiewende aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion und dir als Experte? Und was ist jetzt hier vor allen Dingen mit der Abschaltung der Kohlekraftwerke? Ich muss noch dazu sagen, auf dem Papier ist die Abschaltung der Kohlekraftwerke, die in den letzten Wochen erfolgt ist, ja gar nicht so groß. Wir haben das mal recherchiert. Das sind es gerade mal 10,6% der Gesamtkapazität an Kohlekraftwerken, die abgeschaltet wurden. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb man nicht so viel davon merkt. Jetzt frage ich aber mal den Experten. Das ist die Sicht der Regierung, die ich gerade geschildert habe, und die wollen wir jetzt hier auseinandernehmen. Ja. Die Energiewende kann gar nicht funktionieren in ihrer jetzigen Form und in der Art und Weise, wie sie geplant ist. Es sei denn natürlich, man hat unlimitierte Ressourcen an Geld, Materialien und Flächen. Im Prinzip dann wäre es aus ingenieurtechnischen oder physikalischen Erwägungen möglich. Die Frage ist natürlich immer, ob es sinnvoll ist. Es wird immer argumentiert von Seiten der Regierung, immer gerne mit Bruttozahlen. Das heißt, wenn Wind und Sonne Strom herstellen, wird immer so getan, als wäre dieser Strom gerade benötigt worden in einer Jahresbilanz. Und dann ist man ganz stolz, dann klopft sich auf die Schultern, wenn man mal wieder 50% geschafft hat. Aber ich möchte es einfach mal mit einem Menschen vergleichen. Es reicht für einen Menschen aus, wenn er 10 Minuten am Tag keinen Sauerstoff hat, dann ist es vorbei. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Sauerstoff er den restlichen 23 Stunden und 50 Minuten am Tag gehabt hat. Es reicht einzig und allein aus, wenn er 10 Minuten keinen gehabt hat. Das Gleiche ist mit der deutschen Industrie, dem gesamten Stromnetz in Deutschland, einer wirklich herausragend organisierten, einem technischen Wunderwerk, muss man sagen, das deutsche Stromnetz. Wenn irgendwann mal eine Diskrepanz auftritt zwischen erzeugtem Strom auf der einen Seite und natürlich dem benötigten Strom auf der anderen Seite, das zu einem Blackout führt, dann bricht das deutsche Stromnetz zusammen und dann ist der Schaden gigantisch. Und Bruttojahresbilanzen von erzeugtem Sonnenstrom und Windstrom spielen dabei keine Rolle. Und um es ganz klarzustellen, das ist der Kritikpunkt der Energiewende. Wir bestreiten nicht, dass ein PV-Panel Strom erzeugen kann. Wir bestreiten nicht, dass ein Windrad Strom erzeugen kann, wenn es Strom erzeugt. Was wir aber vollkommen zu Recht bestreiten, ist, dass diese Stromerzeugungsmöglichkeiten immer dann die Nachfrage bedienen können, wenn die Bürger, die Industrie den Strom brauchen. Und wir wissen, das können sie nicht. Sie sind Wetter- und Jahreszeiten und sogar tagnachtabhängig. Jetzt kommt eine große Kritik, auch wieder auf Seiten der Regierung. Wir wollen das ja so ein bisschen provozieren und diese Sicht ja auch wiedergeben. Also, im Grunde genommen habe ich ja erfahren von Experten der Grünen, dass die Kraftwerke hier im Grunde genommen die Leitungen verstopfen für den Photovoltaik- und Windenergiestrom. Und den Erfolg des Zubaus kann man ja daran erkennen, also den Zubaus von diesen sogenannten regenerativen Energien kann man ja erkennen daran, dass die Kraftwerke in Deutschland immer mehr ihre Leistung drosseln müssen. Und das heißt im Klartext, eigentlich überflüssig sind die Kraftwerke, die konventionellen Kraftwerke.
Und das ist ja so eine Erfolgsbilanz, die uns dargestellt wird. Da geht es um Redispatch, das haben wir ja nachgefragt, von der Bundesnetzagentur. Da sind wir früher so bei 7.000, 8.000 Stunden Redispatch-Maßnahmen gewesen. Ja, und also wo die Kraftwerke nicht auf voller Leistung liefen. Und das hat sich ja in den letzten Jahren um ein Vielfaches, also gerade jetzt auch 2023, um ein Vielfaches erhöht. Das schlägt sich auch in Kosten nieder. Wir sind jetzt im Milliardenbereich der Redispatch-Kosten. Wir hatten früher im Grunde genommen nur so kleine Ausfallkorrekturen. Und da muss man mal ganz nüchtern sagen, das wird immer als Erfolg gefeiert, weil wir so toll geworden sind, dass wir mit kleinen Stromlücken so gut umgehen können. Und gleichzeitig ist der Strompreis gesunken. Der Strompreis ist auf dem... Also hier in der Diskussion ist der Strompreis in Deutschland, Wind und Sonne schreiben wir keine Rechnung. Und die Logik dahinter ist, dass je mehr Wind- und Sonnenstrom wir erzeugen, die Rechnung immer kleiner wird. Und die erhöhten Strompreise kamen daher, weil der böse russische Regierungschef Wladimir Putin die Gaspreise am Weltmarkt erhöht hat. Das ist jetzt so die Sicht unserer Regierung. Jetzt klär uns mal auf. Erstens, Redispatch-Maßnahmen. Ist das ein Erfolg oder nicht? Zweitens, was hat das mit den Strompreisen auf sich? Wie geht's weiter? Erstens, der Redispatch ist natürlich in keinster Weise irgendeine Ansammlung von Erfolg. Es ist ein Nachweis dafür, dass Strom dann produziert wird, wenn er am Markt nicht benötigt wird. Und da fallen dann eben tatsächlich auch Entsorgungskosten an, weil am Markt vorbei produziert wird. Zum Beispiel letztes Wochenende sind bis zu 65 Euro pro Megawattstunde an Entsorgungskosten angefallen. Das sind 5,5 Cent pro Kilowattstunde. Was ist das, Entsorgungskosten? Der Strom wird, wir zahlen dem Ausland Geld dafür, dass sie diesen Strom noch abnehmen und irgendwo verklappen und damit irgendwas tun. Wir zahlen Geld dafür, dass uns der Strom abgenommen wird. Das ist so, ja, wenn man ins Restaurant geht und all you can eat ist und irgendwann kann man nicht mehr und die Leute sagen, ja, du musst mehr essen und irgendwann muss man sich wirklich dafür bezahlen lassen, dass man noch irgendwo was isst, weil man einfach nicht mehr kann. Es ist ein absurder, in keinster Weise marktwirtschaftlicher Vorgang, Strom zu produzieren, der gar nicht benötigt wird. Und dann die Stromverbraucher dafür zur Kasse zu bitten, dass dieser Strom verklappt werden muss mit den Entsorgungskosten. Das war der Redispatch. Wie viele Milliarden waren das so? Also der Redispatch sind so 2 Milliarden, haben Sie gesehen. Da müsste man ja schauen, wie viele Megawattstunden das waren. Ja. Aber der wird immer teurer werden. Der Grund ist natürlich dafür, dass allein die mögliche Kapazität durch Wind und Sonne massiv ausgebaut wird, wieder auf Kosten der Steuerzahler. Und dass, wenn man einen windigen Tag hat und dass, wenn die Sonne mal gut scheint, auf einmal riesige Mengen Strom produziert werden, die de facto niemand braucht. Und es gibt eine Abnahmegarantie, das heißt, den Erzeugern wird garantiert, dass ihr Strom abgenommen wird, dass er bezahlt wird und da muss der Strom irgendwo hin. So, aber die Nachbarn können vielleicht, wenn er sehr preiswert ist, ein bisschen Strom aufnehmen, können wir sich die Leistung drosseln, aber irgendwann ist auch da mal Schluss und dann muss man für sehr viel teure Kosten den Strom vernichten, verklappen. Dann beheizen wir dann den Gartenteich. Das ist mittlerweile ein Geschäftsmodell. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir stellen so einen großen Tauchsee dahin und bei entsprechenden Bedingungen tun wir den Strom einfach irgendwo in den Fluss aufheizen. Man kriegt Geld dafür. Es ist absurd, aber es ist so. Du kriegst Geld dafür? Es ist ein Modell, das tatsächlich einfach an den Bedürfnissen des Marktes vorbeigeht, indem das einfach Energie erzeugt wird, die niemand braucht. Auf Teufel komm raus, wird so viel Energie erzeugt, wie man nur kriegen kann oder wie halt das Wetter gerade produziert, ob dieser Strom gebraucht wird oder nicht, ob dafür ein Markt existiert. Das spielt keine Rolle, er muss einfach produziert werden. Es hat mit Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun und deswegen kommt man zu absurden Situationen, dass man Strom und Geld ins Ausland gibt. Ja, ein Pumpspeicherkraftwerk kann man in Deutschland ja auch so schwierig bauen, ne? Das ist im Prinzip voll. Es wurde ausgereizt, was geht. Jedes neue Projekt stößt natürlich erstens immer auf massiven Widerstand von gerade den Leuten, die auch die Energiewende vorantreiben. Auf der einen Seite unterstützt man dort, oder die Ampelkoalition unterstützt dort ein System, das riesige Mengen an Ausgleichsspeichern, unter anderem Pumpspeichern, nötig machen würde. Auf der anderen Seite gehört man natürlich auch der politischen Strömung an, die jedes Bauprojekt, Flughäfen, sogar LNG-Terminals, Autobahnen etc. immer konsequent bekämpft. Wichtiger Punkt. Ich habe es gesagt. Deutlich gesunkene Strompreise werden immer als Erfolg ausgewiesen. Was hat es mit den gesunkenen Strompreisen auf sich? Zum einen natürlich, ja, vor 2 Jahren war eine Ausnahmesituation, die nicht nur Strom, sondern generell die Energiepreise auf den Weltmärkten waren teuer für fast jedes Land auf dieser Welt. Das heißt, wenn man sagt, die Strompreise und die sonstigen Energiepreise gehen jetzt leicht zurück,
Ja, das tun sie bei uns, das tun sie aber in den Nachbarländern auch. Das heißt, an der globalen Wettbewerbssituation für Deutschland ändert sich erstmal gar nichts. Ja, wir sind immer noch ein Hochpreisland für Strom und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Konzerne gegenüber den anderen Nationen ändert sich erst einmal dadurch nicht. Und natürlich, was die Regierung und vor allem auch sehr viele der Kollegen der Ampelfraktion machen, ist, sie argumentieren mit Spotmarktpreisen für den sogenannten Erneuerstrom. Und die werden immer dann gern zitiert, wenn eben zu viel Strom wieder da ist und wenn der Strom schon wieder dabei ist, dass er nichts kostet, weil er wieder am Markt vorbei produziert worden ist. Besser wäre es natürlich, an den langfristigen Kontrakten den Preisen dort zu arbeiten. Und wie jedes Unternehmertum weiß, die Preise für kommerzielle Stromabnehmer, also für Abnehmer, die große Mengen an Strom brauchen, sind in Deutschland sehr viel höher als zum Beispiel in Frankreich oder anderswo, weil wir eine planbare, große Produktionskapazität eben nicht mehr haben. Das meiste bei uns ist mittlerweile unplanbar. Sagen wir, abgeschaltete Kohlekraftwerke. Ja. Gibt es eine Abschätzung dafür, was das für die entsprechenden Regionen, wo die Kohlekraftwerke, sind die abgeschaltet in strategische Reserve, also Mannschaft läuft noch, oder sind die abgeschaltet und raus? Die sind jetzt abgeschaltet und raus. Was bedeutet das für die entsprechenden Regionen? Also erst einmal natürlich die gesamte Kohleausstieg bedeutet, vor allem im Braunkohlebereich, bedeutet das für Achtung, Sachsen. Sachsen-Anhalt und natürlich Nordrhein-Westfalen. Wir reden hier eigentlich von drei expliziten Gebieten in Deutschland, die Braunkohlereviere sind. Die Lausitz, das mitteldeutsche Braunkohlerevier und natürlich am Rhein. Dort sind Zehntausende von Arbeitsplätzen dazu bedroht. Wir kennen das, die gesamte Thematik des sogenannten Kohleausstieges mit der sogenannten Kohlekommission damals, die festgestellt hat, ja, wir können ohne Probleme auf diese Art der Stromerzeugung verzichten. Wir leiten Strukturwandel ein, was nur ein anderes Wort dafür ist, dass man die Leute mit ABM-Maßnahmen oder sonstigen Bespaßungen bis in die Frühverrentung verschickt. Der Jugend kann man nichts anbieten. Die Jugend wird einfach dir sagen, wenn hier diese großen Arbeitsplätze, diese 10.000 Arbeitsplätze verloren gehen, ist auch die Perspektive weg und es bleibt im Prinzip die Abwanderung. Andere Alternativen sehe ich dann derzeit de facto nicht. Und ja, ich habe ja auch was vorbereitet. Über die 7 Braunkohlekraftwerke, die 7 Blöcke, die abgeschaltet worden sind jetzt zum 1. April in Jenschwalde, Niederaußem. Wir können auch was einblenden. Genau, bitte mal die örtliche öffentliche Nettostromerzeugung in 2023 einblenden. Das Wichtigste ist in diesen Kasten zusammengefasst. Wir gehen mal einfach mal vom schlechten Modell aus, nämlich am 1. Dezember letzten Jahres, also gerade mal 4 Monate her. Da haben an diesem Tag Sonne und Wind zusammen nur ungefähr 95 Gigawattstunden produziert. Wir haben oben Solar 5,7, Wind Onshore 49, Wind Offshore 41 Gigawattstunden. Wie viel haben wir gesamt produziert an dem Tag? 1227. Und wie viel hat Wind und Sonne produziert? Unter 100. Also keine 10%. Keine 10%, absolut vernachlässigbar. Obwohl wir Ende 23 bereits über 2 Jahre Ausbauoffensive der Ampelkoalition hinter uns haben. Eine Ausbauoffensive, wo Sie ständig der Union vorwerfen, dass Sie endlich was tun und dass Sie endlich für die zuverlässige Stromversorgung Deutschlands arbeiten. Haben wir nach 2 Jahren Ampelkoalition einen Fall, wo wir unter 100 Gigawattstunden am Tag aus Wind und Sonne haben. Bemerkenswert ist natürlich die Mengen, die aus Erdgas, Steinkohle und Braunkohle erzeugt werden. Vor allem hier die Braunkohle mit 374 Gigawattstunden hat, na, Pi mal Daumen, 4-mal so viel produziert wie Wind und Sonne zusammen. Und jetzt kommen wir zu Folie 2. Das sind aus dem gleichen Jahr die Stromerzeugungsleistungen der 7 abgeschalteten Blöcke. Und wenn wir da auf den 1. Dezember, den gleichen Tag schauen, sind wir fast auch bei 100 Gigawattstunden. Das heißt, die 7 Blöcke, die wir jetzt vor einer Woche abgeschaltet haben, haben am 1. Dezember ungefähr oder sogar mehr Strom erzeugt als Wind und Sonne zusammen. Und das sind die Blöcke, die wir jetzt hier aus der Produktion herausnehmen. Und das beantwortet, glaube ich, die Frage, ob man diese Blöcke braucht. Denn sowas, was am 1. Dezember passiert ist, das kann in Wintermonaten mal 3 bis 5 bis 7 Tage am Stück stattfinden. Und dann hat man natürlich die Folge, dass wir hier von der sehr preiswerten Braunkohle in das sehr teure Gas wechseln müssen, dass wir Gaskraftwerke anschmeißen müssen. Nach dem Merit-Order-Prinzip rutschen wir dann die Produktionskosten nach oben und am Ende erhöht sich dann wieder für die Stromkunden und die Unternehmen in Deutschland der Haben Gas. Wir genug Gas? Kapazität von Gaskraftwerken haben wir genug, das muss man einräumen, aber selbstverständlich ist es dann wieder eine Kostenfrage. Die Stromverkäufer müssen das Risiko einpreisen, dass solche Wettersituationen stattfinden, dass auf die Gaskraftwerke zurückgegriffen werden muss mit den entsprechenden Kosten und dann bilden sie eine Mischkalkulation für die Strombenutzer und die ist dann eben entsprechend teuer. Und wenn man natürlich hergeht und sehr preiswerte Braunkohleblöcke abschaltet, dann kommt man in die Situation, dass man Gaskraftwerke braucht,
Daraus resultieren hohe Stromkosten und dann haben wir die Situation in Deutschland, dass wir Unternehmen haben, die Wirtschaft, die sagt, wegen hoher Energiekosten müssen sie aus Deutschland abwandern. Es gibt ja noch eine andere, ich sag mal so, ich war ja vor drei Wochen war ich auf einer Veranstaltung hier in den Räumen des Bundestages, Stiftung Marktwirtschaft. Und da war ja die Aussage, ja, wir haben eine ganz super tolle Idee, gerade BASF-Chef hat das vorgeschlagen, E.ON-Chef hat es vorgeschlagen. Wir machen das so, wir können den Strom schon erzeugen, auch günstig. Das Einzige, was uns stört, ist das Netz. Wir wollen beispielsweise einen Windpark in der Nordsee betreiben und wir wollen von den Netzkosten befreit werden. Immer. Für diesen Strompark. Was sagst du dazu? Naja, das ist natürlich die einzige Chance, oder so wie diese Projekte der Energie, wenn die noch gerettet werden können, dass die Erzeuger einfach die Kosten wieder komplett sozialisieren, auf die Stromkunden umwälzen, die dann mit den Netzentgelten belastet werden und die anderen erhöhen sich auf diese Art und Weise ihren Profit. Das ist, für unsere Zuschauer, weiß ich nicht, ob das jeder so weiß, Strompreis hat da jeder so sein Bild, sind so um die 30 Cent im Moment. Davon für Privatkunden. Ja, für Privatkunden und davon sind 9 Cent Netzentgelte. Tendenz steigend. Ja, Tendenz steigend, genau. Und ich habe das auch nochmal für Industriekunden. Also wir reden hier von Netzentgelten für Industriekunden in der Größenordnung von so um die 3 bis 4 Euro Cent. Für Gewerbekunden sind wir eher so im Bereich von 7,50 Cent. Das heißt, wenn wir die Stromkosten, die Netzentgelte für die Industriekunden, die ungefähr die Hälfte des Stroms hier verbrauchen in unserem Land, noch, ja, da muss man dann diese 3,3 Cent, die ich da abziehe, ja bei den anderen draufschlagen. Selbstverständlich muss das passieren. Die Kosten, das wird dann bei den anderen eben teurer. Also wenn ich da 3 Cent abschlage, ja, dann geht das natürlich 3 Cent drauf bei anderen. Ja, die Integrationskosten und die Redispatch-Kosten gehen ja nicht nur deswegen weg, weil der Gesetzgeber einen Gesetz schafft, dass die einen davon befreit. Die Kosten müssen getragen werden. Sie werden dann eben umgelegt auf diejenigen, die nicht zu den primären Zielkunden der Ampelregierung kosten, das ist der normale Stromverbraucher. Der normale Stromverbraucher hat aber nur ungefähr ein Viertel des Stroms. Das wird ja auch nicht den Gewerbekunden treffen. Das heißt, es kommen nicht 3 Cent drauf, sondern es kommen so fast 7 drauf, wenn man die aktuellen Zahlen sich anguckt und das tatsächlich umlegen würde. Und das ist etwas, was ganz, sag ich mal, schwierig ist zu argumentieren. Sie sehen es nicht am Strompreis, Sie sehen es am Netzentgelt, also am Kundenstrompreis, nicht am Stromerzeugungskosten. Nein, das ist tatsächlich richtig. Es ist auch so, dass wenn die reinen Stromerzeugungskosten nehmen, die stagnieren bzw. sie gehen sogar zum Teil auch zurück. Das muss man einfach sagen. Aber Wind und Sonne schicken halt doch eine Rechnung. Und das sind eben die Systemintegrationskosten, das sind die Redispatch-Maßnahmen, die alle gemacht werden müssen, weil Wind und Sonne zufällig sind oder eben nicht planbar. Wann kommt die Grenze? Wenn ich 10% der Kraftwerke abschalte, habe ich mehr Redispatch. Wenn ich 20% der Kraftwerke abschalte, habe ich noch mehr Redispatch. Gibt es da irgendwo so eine Schätzung, wo man sagt, bis dahin geht es? Gibt es eine Studie? Gibt es eine Risikostudie? Ich meine, ich bin mir 100%ig sicher, die gibt es. Die Frage ist, ist sie zugänglich für uns als Opposition? Ich habe sie noch nicht gesehen. Es ist natürlich auch sehr schwierig, hier zu sagen, wann genau das passiert. Also etwas, was die Regierung jetzt der Opposition vorwirft, dass sie die Warnungen vor dem Blackout, die sowohl wir als auch die Union, da muss man ehrlich sein, kommuniziert haben, dass die Regierung jetzt so tut, als hätten wir gesagt, das ist die Gewissheit, dass der Blackout kommt. Nein, weder wir noch die Union hat jemals gesagt, es ist gewiss, dass der Blackout kommt. Wir haben immer nur gesagt, das Risiko eines möglichen totalen Stromausfalls erhöht sich, je mehr ihr von den unsicheren Stromerzeugern ans Netz nehmt und je mehr ihr von den sicheren Versorgungsleistungen aus dem Netz nehmt. Das Ganze ist damit auch nur eine Wahrscheinlichkeitsfrage. Auch die Regierung und die Bundesnetzagentur weiß, dass sie 100% der gesamten Versorgungskapazität des Landes oder des gesamten Verbrauchs des Landes an Leistung in konventionellen Kraftwerken vorhalten muss. Sie weiß das. Es ist ja auch geplant, zumindest war das mal der Plan von Robert Habeck und dem Bundeswirtschaftsministerium, das Ganze über die sogenannten Wasserstoff-Ready-Gas-Kraftwerke abzusichern. Der Plan steht ja noch mit Milliardenkosten, auch wenn davon jetzt erstmal nur ein Bruchteil realisiert wird, weil alles andere derzeit nicht finanzierbar ist und man weder die Standorte noch die Planungen auf die Reihe bekommen hat. Dass man es tun muss, dass Wind und Sonne komplett ausfallen können, das weiß die Bundesnetzagentur, das weiß auch Robert Habeck mit dem BMWK.
Keine Reaktion. Die Wahrheit ist, diese Leute hantieren immer mit fremdem Geld. Es ist das Geld der Stromverbraucher. Sämtliche Kosten, die aus dem Redispatch entstehen, sämtliche Kosten, die aus den Netzausbaukosten entstehen werden, das Prozess über das Netzagentur hat da mal mit 500 Milliarden Euro gerechnet, die noch auf uns zukommen, die werden auf die Stromkunden einfach umgelegt. Es ist nicht das Geld von Robert Habeck, es ist nicht das Geld von Herrn Müller von der Bundesnetzagentur. Es ist das Geld der Stromkunden, es ist das Geld und das Invest der Industrie, die vielleicht, und sie macht das bereits, irgendwann sagt, genug ist genug und ich gehe in ein Land, in dem ich eine Perspektive auf dauerhaft niedrigere Energiepreise haben werde als in Deutschland. Denn in Deutschland, niemand weiß, wo es hingeht mit den Preisen. Oder die Preise können ja noch rumgehen. Wie sieht denn die Regel aus? Ich muss jetzt mal das mal deutlich machen. Wie sieht denn die Regel aus, wenn ein Unternehmen seinen Strom selber erzeugt? Beispielsweise ein privates Kohlekraftwerk betreibt. Ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt, ein privates Kohlekraftwerk. Aber es gibt private oder unternehmerische Gaskraftwerke. Die sind natürlich auch, müssen CO2-Abgabe selbstverständlich bezahlen auf ihre Brennmittel. Ja, und damit heißt es natürlich auch, dass diese Möglichkeiten zur eigenen internen, sehr preiswerten Energieversorgung auch nicht mehr stattfinden können. Okay, die sind genau dem gleichen Gesetz unterworfen und über die Brennstoffverordnung geht es dann eben entsprechend von Kosten nach oben. Ja. Wenn die jetzt beispielsweise, ich komme jetzt mal ein bisschen gemein daher, es gibt ja einen Primärenergiefaktor bei Holz, also ein großes Pelletkraftwerk, ja, müsste ja eigentlich in der ganzen Berechnung sehr gut dastehen. Ist ja regenerative Energie. Gibt es aber nicht sowas, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, wie groß oder welche Leistung das größte Pelletkraftwerk hat. Auch da würde man eigentlich schon hergehen, wir stoßen da auch schon an die Grenzen im Prinzip von dem, was mit Biomasse, Pellet ist nichts anderes wie Biomasse. Ja. Auf der einen Seite wird es vergoren, dann kommt ein künstliches Erdgas, also Methan raus, Biomethan, das wird dann verbrannt und verheizt für ein Gaskraftwerk. Auf der anderen Seite verbrenne ich Holz, aber effektiv gesehen ist es nichts anderes als das Verbrennen von Kohlenwasserstoffen. Die Menge an Bioenergie, die man erzeugen kann in Deutschland, vor allem wenn man nur Abfälle erzeugen möchte, ist extrem begrenzt. Wir sind jetzt schon auf dem Punkt, dass für Biomethan über 1 Million Hektar in Deutschland an landwirtschaftliche Nutzfläche benutzt werden, um darauf primäre Feldfrucht anzubauen, die nur für den Energiesektor da ist. Also wir haben an dieser Stelle die große Diskussion Tank und Teller. Und mit über 1 Million Hektar in Deutschland wird bereits diese Biokraftwerke gefüttert. Biokraft oder Strom aus Bioenergie gehört mit zu einem höchsten subventionierten. Das ist natürlich gut für Landwirte, das heißt in diesem Sektor sein Geld. Und ja, in der auch unter Bedrängnis stehenden Landwirtschaft ist es so, dass ein Landwirt damit noch gutes Geld verdienen kann. Indem, dass er sagt, nein, ich wende mich ab vom Anbau von Lebensmitteln, ich wende mich ab vom Anbau von Futtermitteln und baue Energiepflanzen an, die dann irgendwo in Strom umgewandelt werden. Es ist unglaublich flächenintensiv, riesige Flächen gehen dafür drauf, es ist nicht sonderlich effizient, in keinster Weise. Und die Möglichkeiten dafür in Deutschland sind auch begrenzt. Aber es gibt, das mögliche Auskommen ist so, dass es sich tatsächlich lohnen würde, Biomasse aus dem Ausland zu importieren, um es bei uns in Biomethan umzuwandeln. Biomasse, Kohlekraftwerke. Das Einzige, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was passiert eigentlich mit der Kernkraft? Ich meine, du hast den Anchecker da am Bewehr. Kernkraft, das war ja für uns immer das zentrale Thema. Lasst uns die Kernkraft weiter nutzen und ausbauen. Jetzt sind sie abgeschaltet. Was passiert jetzt? Naja, habt ihr ja gerade drüber geredet. Die Debatte, kann sich jeder noch gerne anschauen, die Debatte ist natürlich über gerade die drei abgeschalteten Kraftwerke. Die Union möchte sie erstmal erhalten, um sie später wieder aufbauen zu können und sie betreiben zu können. Wobei das natürlich davon abhängt, welchen Koalitionspartner sich die Union dereinst mal suchen wird, wenn sie, sollte sie die stärkste Partei in 25 sein und die Kanzler stellt. Das mit den Grünen wird das natürlich auf keine Weise passieren. Die FDP wird nicht mehr stattfinden und mit uns wollen sie ja angeblich nicht. Also ich habe sie das auch mehr oder weniger gefragt. Wie soll das funktionieren ohne uns mit Brandmauer? Geht ja nicht. Aber lass uns den Blick einfach mal außerhalb von Europa machen. Eine Mehrheit der EU-Nationen, 16 von 27, hat eine europäische Kernkraftallianz gegründet mit der Forderung, die Stromerzeugungskapazität innerhalb der EU massiv auszuweiten bis 2050 durch den Zubau moderner Kernkraftwerke. Dann kommt da natürlich aus der Ampelkoalition kommen die Beispiele aus Hinkley Point und Flamanville, wo gesagt wird, das dauert alles zu lange und das ist viel zu teuer.
Aber das ist Rosinenpickerei. Ja? Die Ampelkoalition pickt sich hier wirklich Projekte raus, die mit der Geschwindigkeit eines Berliner Flughafens realisiert werden. Und warum eigentlich? Gibt es da individuelle Gründe oder ist das? Naja, sie wollen natürlich ein negatives Beispiel, die Ampelkoalition. Aber es gibt auch die positiven Beispiele. Ja, gutes Beispiel aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben 4 Reaktoren gebaut von 2012 bis jetzt, bis 2024. In 12 Jahren 4 Reaktoren hingestellt. Also im Schnitt pro Jahr, pro 3 Jahre eine, zum Baukostenpreis von 6 Milliarden pro Stück. Das ist auch das, was man tun kann, wenn man sich nicht als typische europäische Bürokratie mit ständigen Sorge von Neuwahlen oder einer Veränderung des politischen Umfeldes sich ständig wieder neu rechtfertigen muss. Wenn es also aus einem Guss kommt, die Planung, geht das. Und die Chinesen, die können das sogar noch schneller. Selbst mit, wenn sie einen europäischen EPR-Typ bauen, wie in Tianjin, der natürlich mit Flowmobil und Tingley Point baugleich ist, dann kriegen die Chinesen das eben auch in 6 Jahren. 6 Jahre. Wenn jetzt die Kraftwerke erhalten werden, wie realistisch ist es, dass man die in 2 Jahren wieder ans Netz nehmen kann? Deine Einschätzung. Was passiert eigentlich mit der Mannschaft? Ja, die Mannschaft wird älter und geht in Rente. Und Nachwuchs gibt es natürlich nicht, weil welcher junge Mensch würde natürlich diesen Beruf ergreifen wollen mit diesen schlechten Zukunftsperspektiven? Man kann selbstverständlich ein schilkeliges Kraftwerk wieder anfahren. Ja, man muss natürlich entsprechende Vorschriften, die Sicherheitsüberprüfung, die dann fällig sind, alle nachholen. Man führt eine Inspektion, an der Anlage durch, stellt fest, dass sie betriebstauglich ist und kann sie dann wieder anfahren. Die Sache ist natürlich erstens, das kostet ein Geld und zweitens, man muss einen Unternehmer finden, der bereit ist, in dem sehr schwierigen politischen Umfeld in Deutschland ein Investment in die Hand zu nehmen. Und ich widerspreche an dieser Stelle explizit den Politikern der Ampelkoalition. Kernkraft ist bei uns nicht abgeschaltet worden aus technischen Gründen. Es ist abgeschaltet worden, weil einige Parteien, einige Kanzler aus egoistischen Gründen das politische Umfeld so dermaßen zerstört haben, dass diese Investmentgrundlage für die Betreiber weggefallen ist. Das ist der Grund. Das hat mit der Technik nichts zu tun. Was heißt es jetzt konkret? Das, was die Union hier macht, ist reines Brimborium. Es gibt gar keine realistische Option, dass Kernkraft entweder aus politischen Gründen und wahrscheinlich auch aus technischen Gründen in 2 Jahren oder sowas in Betrieb genommen werden kann. Nein, es ist möglich. Ja? Wenn sich der politische Wille ändert, wenn sich darum eine Mehrheit findet, die in einer Abstimmung sagt, wir ändern das Atomgesetz dergestalt erstens, dass es wieder legalisiert wird. Zweitens, wir sind bereit, dass wir die entsprechenden Garantien geben, wie das auch bei den Erneuerbaren ist, ja, Strompreisgarantien, dass ein Unternehmer sich findet und sagt, ja, ich kaufe diese Kraftwerke, ich setze sie wieder in Stand, ich suche mir das Personal wieder aus dem Ausland, beziehungsweise aus Leuten, die kurz vor der Rente stehen, wieder zusammen, dass sie auch neue Leute wieder ausbilden. Und dann kann ich halt mit einem Zeithorizont, der abschätzbar ist, kann ich das wieder in Betrieb nehmen. Das ist möglich. Man muss es politisch wollen. Daran scheitert es halt derzeit. Sind es wirklich nur 3 Kraftwerke, die man wieder in Betrieb nehmen kann, oder geht das auch noch für mehr? Ja, du sprichst wahrscheinlich die Radiant Energy Group Studie an vom letzten Jahr. Die hat letztes Jahr sogar 8 Kernkraftwerke identifiziert, bei denen sie einen wirtschaftlichen Rückbau für möglich hält. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder fast 10 Monate alt, diese Studie. Das mag sich an einigen Stellen so weit verschlechtert haben, dass da einige Reaktoren wieder rausfallen. Eine genaue Einsicht habe ich nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Liegt daran auch, dass einige Betreiber mit der AfD nicht so gern reden. Aber es bleibt festzuhalten, es dürften auf jeden Fall auch mehr als 3 sein. Also man könnte aus unserem Land wieder eine Nation machen, die einen Strom mit Kernenergie erzeugt. Ja, ich meine, du hast ganz richtig gesagt, die selbst erzeugt. Denn ein Land, das Kernenergie nutzt, sind wir jetzt auch bereits, obwohl wir kein Kernkraftwerk mehr haben. Wir benutzen halt den Strom aus Kernkraftwerken anderer Nationen im Import. Denn das gehört auch zur Wahrheit. Seit letzten Jahr sind wir eine Nation, die jedes Jahr einen großen Importsaldo an Strom aufweist und auch in Zukunft aufweisen wird, weil wir nachts oder Stellen mit nicht passendem Wetter darauf angewiesen sind, dass unsere Nachbarländer uns aushelfen. Und kein Zubau der Welt wird an diesem Zustand was ändern. Weil nachts? Nachts und bei Windstille gibt es keinen Strom aus diesen Quellen. Egal wie viel zugebaut wird, egal wie viele Milliarden da in die Hand genommen werden, das spielt überhaupt keine Rolle. An diesen Stellen gibt es das nicht. So. Energiepolitik der anderen Parteien führt auf sichtbares Ende der Stromsicherheit und führt auf jeden Fall in eine höhere Stromkostensituation. Und da wissen wir alle, irgendwann wird es den Leuten zu viel. Vielen Wirtschaftsunternehmen ist es bereits zu viel geworden. Wir haben erstens eine Welle an Insolvenzen, die Rekorde erreicht. Wir haben eine Welle an Unternehmen, die das Land verlassen, in andere Länder wechseln und als Hauptgrund wird immer der
Energiepreis angenommen. Zum Teil wird sogar in Hochlohnländern wie die Schweiz ausgewichen, wo man sehr viel höhere Löhne zahlt. Aber das macht sich für das Unternehmen immer noch bemerkbar oder es rentiert sich für das Unternehmen, weil die Strom- und Energiekosten erstens planbar und zweitens günstig sind. Wie realistisch siehst du es, dass das an der AfD vorbei mit Kernenergie in Deutschland wieder funktioniert? Das ist absolut ausgeschlossen. An der also AfD, ohne die AfD? Das ist absolut ausgeschlossen. Ich meine, wir haben jetzt, wenn man den Äußerungen einiger FDP, auch führende FDP-Politiker wie Herrn Kubicka und so weiter glauben darf, die da schon sehr oft getönt haben, dass sie ja eigentlich für die Kernenergie sind, haben wir eine Mehrheit im Deutschen Bundestag aus Union, FDP und der AfD, die das Atomgesetz ändern könnte, die den kommerziellen Betrieb von Stromerzeugung und Kernkraftwerken legalisieren könnte und die dazu führen könnte, dass ein Betreiber wie zum Beispiel in Bayern die E.ON wieder das Kraftwerk in Stand setzt, die Leute wieder an die Schalttafeln setzt und damit wieder Strom produziert. Diese Mehrheit existiert. Nach der nächsten Wahl wird es sehr viel anders ausschauen. Die FDP wird gar nicht mehr da sein. Aber vielleicht würde es ja für Union und AfD zusammenreichen, diese Mehrheit zu machen. Und deswegen auch deswegen habe ich heute meine heutige Rede an die Union appelliert, wenn sie das wollen, dann sollen sie doch zumindest in dieser Frage der Energiepolitik einfach mal die Brandmauer über Bord schmeißen. Wir bestimmen das zusammen. Fangen wir an, nur mit der Energiepolitik. Ja? Wir machen das Ganze rationell. Wir wollen beide das Beste. Und wir machen einfach in diesem Sektor das zusammen, egal was die anderen sagen. Momentan funktioniert Politik noch nicht so. Momentan machen die Koalitionspartner jeden Scheiß mit, den man untereinander vereinbart hat, egal wie man sich tatsächlich zu einem Themenpunkt politisch positioniert. Es funktioniert sogar so, dass Sie, wenn Sie mit den Politikern vor der Debatte oder vor der Abstimmung und nach der Abstimmung sprechen, sagen die Ihnen ihre Meinung, aber Sie stimmen trotzdem so ab, wie es die Koalition vereinbart hat. Du wirst am kommenden Freitag das Selbstbestimmungsgesetz anschauen müssen. Du wirst dazu wahrscheinlich 25 Erklärungen nach § 31 zum Abstimmungsverhalten der FDP finden, wo jeder FDP-Abgeordnete sagt, er findet es eigentlich total Mist, aber er stimmt trotzdem mit Ja aus Koalitionszwang. Aber das ist nicht das freie Mandat. So, wir haben eine ganze Menge gesprochen über Kernkraft, wir haben eine Menge gesprochen über Stromabschaltung, wir haben vor allen Dingen darüber gesprochen, wie die Politik diese tatsächliche fatale Entwicklung für unser Land auch noch positiv verkauft. Ich gehe fest davon aus, dass wir in den nächsten Jahren ernsthaft diskutieren werden, wie man die Stromkosten senkt, weil darum geht es am Ende des Tages ausschließlich. Stromsicherheit wird man in unserem Land herstellen, das glaube ich persönlich schon. Man wird alles tun, um Blackouts zumindest für einen längeren Zeitraum zu vermeiden. Man wird Abschaltungen machen, man wird Gaskraftwerke hochfahren, man wird was auch immer tun, was nötig ist. Aber Sie werden es alle merken am Strompreis und zwar nicht am erzeugten Strompreis, sondern am Gesamtstrompreis inklusive Netzentgelt. Absolut korrekt. Die müssen nichts hinzufügen. Wobei natürlich doch da noch was hinzufügen möchte. Bei den Speicherkapazitäten, da gibt es eine Studie, die habe ich diese Woche erst gefunden. Sie ist sehr gut, ich weiß aber den Namen ist leider gerade nicht, wo die Kapazitäten in Deutschland angegeben waren. Pumpspeicherkraftwerke, Großspeicherkraftwerke und natürlich als größten Block die privaten Speicher zu Hause für den Solarstrom. Und in dieser Studie wird bereits so getan, als ob diese dem Strommarkt zur Verfügung stehen, was noch nicht der Fall ist. Aber, und das kann man jetzt schon vorher sagen, die Politik wird nicht umhinkommen, jeden privaten Stromspeicher, sei es jetzt im Photovoltaik-Ecopark oder auch in Elektroautos, dem Strommarkt als Ausweichkapazität zur Verfügung zu stellen. Dann natürlich eben auch auf Kosten der Lebensdauer dieser Produkte, auf Kosten der Lebensqualität dieser Leute, weil vielleicht hatten die Leute mit dem Strom was vor und auf einmal ist der Strom weg. Weiß man auch nicht. Und nur so wird es funktionieren. Ja, das gierige Auge der Ampelkoalition des Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck ist bereits auf diese große Kapazität, die die Leute mit ihrem eigenen Geld sich angeschafft haben, gefallen. Und selbstverständlich wird Robert Habeck das anzapfen. Das gierige Auge der Regierungskoalition fand ich ein sehr schönes Beispiel. Da muss ich unwillkürlich denken an das böse Auge von Sauron, aber okay, lassen wir einfach mal so. Das ist ein schönes Bild für die Regierungskonstellation. Ja. Ich bedanke mich, dass du hier warst, Rainer. Vielen Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast. Und an alle, die Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie ruhig darunter. Wir beantworten das im Nachgang. Also, wünsche noch einen schönen Abend und tschüss, macht's gut. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.